Herr Vizebürgermeister, neue Stadtbuslinie geplant in Bregenz, auch Veränderungen bei der Taktung. Soll das bringen? Vielleicht können Sie ganz kurz erzählen, warum gibt es denn jetzt eine neue Linie ab Dezember und was bringt die auch? Also wir richten ab Dezember, ab dem Fahrplanwechsel, eine neue zusätzliche Stadtbuslinie, also eine fünfte Linie ein. Die soll eine Überdeckung einen Viertelstundentakt in ganz Weiten, eigentlich fast im ganzen Stadtgebiet bringen. Das heißt, eine wesentliche Steigerung der Attraktivität für den Stadtbus, weil wir die letzten Jahre festgestellt haben, dass der Stadtbus sehr gut angenommen wird und wir auch den öffentlichen Verkehr in Bregenz ausbauen wollen. Deckt diese neue Linie auch neue Gebiete ab? Die Linie deckt ein neues Gebiet ab, also erschafft auch eine neue Verbindung entlang der Reutegasse, also eine neue innerstädtische Verbindung. Wie kam es denn zum Entschluss, dass es diese neue Verbindung brauchte? Wo war denn war da Bedarf vorhanden oder wurden da Umfragen gemacht? Waren das Bürgerstimmen, die das gefordert haben? Also es ist eine Idee der Koalition, ein Vorschlag der Koalition seit 2005. Jetzt sehen wir die Möglichkeit, das umzusetzen und wir werden in dieser Idee auch bestätigt durch die starken Steigerungen beim Stadtbus. Also unserer Meinung nach ist der Stadtbus an die Grenzen gestoßen und musste herausgebaut werden. Wie sieht es denn da budgetär aus? Neue Linie kostet natürlich auch Geld. Ich habe gehört, es gibt auch neue Busse, die angeschafft werden. Neue Linie kostet Geld, das heißt für die Stadt 220.000 Euro jährlich. Neu, aber sicher gut investiertes Geld. Und bei den Bussen, gibt es auch neue Anschaffungen? Es gibt zwei neue Busse, für die neue Linie brauchen wir zwei neue Busse und einen zusätzlichen Reservebus. Der ist einfach für den Gesamtbetrieb dringend notwendig. Gibt es schon weitere Pläne, das Stadtbusangebot noch weiter auszubauen oder sagen wir jetzt, wenn wir am Punkt erreicht, wo wir die Stadt gut abgedeckt haben? Wir haben die Stadt gut abgedeckt, wir haben ja auch die letzten Jahre ausgebaut, die FLU beispielsweise dazu erschlossen. Wir werden nach Möglichkeit auch die nächsten Jahre und nach Bedürfnissen den Stadtbus weiter ausbauen.